Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele heute mit euch Go. In diesem Tutorial zu Strategie und Taktik des Handicap Go wird es um die Prinzipien gehen, die Weiß bedenken sollte, wenn er versucht, den Vorteil der Vorgabesteine von Schwarz zu neutralisieren. Da Weiß der stärkere Spieler ist, ist er wahrscheinlich weniger auf Instruktionen angewiesen als Schwarz, aber ein paar grundsätzliche Ideen möchte ich hier trotzdem gern vorstellen. Weiß sollte sich in Geduld üben und nicht auf einen schnellen Sieg hoffen, denn er startet in Handicap-Partien benachteiligt. Es wird also einige Zeit brauchen, den schwarzen Vorsprung auszugleichen. Häufig passiert das sogar erst im Endspiel. Weiß sollte sich während der Partie nicht ständig fragen, ob er gewinnt, stattdessen sollte er fragen, ob er aufholt. Eine Idee für Weiß besteht darin, bei jeder Gelegenheit Gebiet zu sichern. In Handicap-Partien von 5 oder weniger Steinen ist diese Strategie besonders dann effektiv, wenn Schwarz passiv spielt. Schauen wir uns dazu dieses Beispiel an. Weiß sichert hier die Ecken rechts oben und rechts unten. Aber Schwarz errichtet ein Mojo am rechten Rand. Dagegen muss Weiß etwas tun. Das Prinzip, das Weiß hier anwenden sollte, lautet: leichte Sätze in Schwarzes Einflussgebiet machen, um zu verhindern, dass sich dieser Einfluss in Gebiet verwandelt. Dabei sollte das Potenzial bereits vom Gegner gefangener Steine genutzt werden. Hier sehen wir zum Beispiel, dass Weiß die dreieckmarkierten Steine für das Anbinden einer Gruppe am rechten oberen Rand nutzt. So ein Manöver wird Sabaki genannt. Weiß wendet hier Hani-Sätze, Ataris und andere Zwangszüge an, um Schwarz mit lokalen Drohungen zu steuern. Auch Opferzüge spielen hier eine wichtige Rolle. Am Ende der Sequenz konnte Weiß eine Gruppe am rechten oberen Rand etablieren und ein Verlängern auf A würde Weiß weitere Möglichkeiten eröffnen, seinem Gegner Kopfschmerzen zu bereiten. Schauen wir uns eine andere Variante an. Hier ist es Weiß wieder gelungen, potenzielles Gebiet von Schwarz zu neutralisieren. Und noch einmal im Detail. Schwarz reagiert auf den weißen Zuke diesmal nicht mit Hane, sondern mit einem Nobi. Das verhindert zwar den Konter-Hane von Weiß auf diesem Punkt, aber Weiß wählt nun die andere Seite für einen Hane und droht ein Atari gegen den R7-Stein. Schwarz verhindert das. Und Weiß nutzt jetzt den vermeintlich toten Stein auf R6 für eine Drohung nach unten zu verbinden. Schwarz blockt, aber nun kann Weiß diese Situation für eine Reihe von Sätzen nutzen, die letztlich zur Reduktion des schwarzen Gebiets vom Zentrum aus führen. Ein Erfolg von Weiß dank Sabaki-Technik. Betrachten wir jetzt eine andere Partie. Sie ähnelt der ersten, aber hier wurde ein anderes Yoseki unten rechts gespielt. Der Schlüssel für ein Sabaki-Manöver liegt jetzt hier. Dieser Zug stellt eine potenzielle Verbindung zu den dreieckmarkierten Steinen dar. Sollte Schwarz den Rand rechts unten schützen, kann Weiß seine Gruppe mit diesen Sabaki-Zügen stabilisieren. Sollte Schwarz jetzt den Zugang zum Zentrum blockieren, lebt die weiße Gruppe mit dieser Sequenz. Auf die augenzerstörende Platzierung dieses Steins kann Weiß so reagieren und gelangt nun mit seiner Gruppe ins Freie. Was können wir aus diesen Beispielen lernen? Wenn wir als Go-Spieler so stark werden wollen, dass wir anderen Spielern Vorgabesteine geben können, erfordert das die Grundlagen der Sabaki-Taktik zu erlernen. Ohne Sabaki-Wissen keine erfolgreiche Vorgabepartie als Weiß. Wie können wir Sabaki-Techniken erlernen? Sabaki-Manöver stellen einen eigenen Bereich des Go-Studiums dar, so wie Eröffnung, Yoseki, Leben und Tod oder Endspiel.
Wer lernen will, Handicap-Partien als Weißer zu spielen, sollte sich mit der entsprechenden Literatur befassen, beispielsweise mit Sabaki, The Art of Settling Stones von Richard Bosulich aus der Mastering the Basics-Reihe. Ein weiteres wichtiges Prinzip für Weiße in Handicap-Spielen besteht darin, zunächst eine Stellung am Rand zu entwickeln und erst danach eine Invasion zu starten. Der Hintergrund dieses Prinzips ist die Erfahrung, dass Schwarz aus einer unvorbereiteten weißen Invasion große Gebietsvorteile gewinnen kann, wenn er korrekt spielt. Schauen wir uns dazu das folgende Beispiel an. Wir sehen hier bei Weiß die Vorbereitung einer Invasion der rechten oberen und unteren Ecke. Schauen wir uns an, was sich Weiß erhofft. Sollte Schwarz jetzt so erwidern, dass die entstehende Stärke in Richtung der von Weiß zuvor gespielten Formation weist, hat Weiß sein Ziel erreicht. Denn nun besitzt er zwei Ecken und der schwarze Einfluss wird vom dreieckmarkierten Stein reduziert. Doch die Krux hier ist, dass Schwarz eine bessere Option besitzt. Er spielt nach der Invasion von Weiß nämlich diese Sequenz, blockt also jeweils zur anderen Seite und nun ist das Ergebnis viel besser für Schwarz. Was folgt daraus? Kehren wir zu diesem Punkt zurück. Es ist ein Fehler für Weiß, jetzt sofort die Invasion zu spielen. Wir haben gesehen, welche Vorteile Schwarz daraus ziehen kann, wenn er korrekt reagiert. Was sollte Weiß also tun? Statt direkt die Sun-Sun-Invasion zu spielen, ist es besser, zunächst eine Stellung am Rand zu entwickeln. Denn so kann Weiß es seinem Gegner erschweren, einen territorialen Vorsprung zu gewinnen. Schauen wir uns eine von mehreren möglichen Varianten an. Dieser Zug greift die zwei schwarzen Steine oben rechts an. Schwarz reagiert, indem er eine Basisausdehnung von Weiß verhindert, doch nun kann Weiß eine Reihe von Zügen spielen, die seine Steine am oberen Rand verankern. Er fährt mit diesem Kakari gegen die linke obere Ecke fort und wenn nun Schwarz so reagiert, spielt Weiß diesen Boshi und stoppt den Zugang des schwarzen Steins zum Zentrum. In der rechten oberen Ecke konnte Schwarz zwar eine Gruppe aufbauen, aber deren Einfluss wird durch die weißen Steine am rechten Rand reduziert. Ein gutes Ergebnis für Weiß. Statt des Zuges auf D14 sollte Schwarz übrigens besser den Tobi auf J15 spielen. Denn nun kann die weiße Gruppe am oberen Rand angegriffen werden. Dieses Risiko muss Weiß eingehen. In diesem Fall erhält er die Möglichkeit, selbst D14 zu spielen und kann die schwarze Ecke links oben so mit zwei Steinen angreifen. Die weiße Gruppe am oberen Rand hat außerdem noch immer einige Widerstandsmöglichkeiten. So oder so ist Weiß mit dem Resultat zufrieden. Schauen wir uns an, was passiert, wenn Schwarz eine andere Variante wählt. Sollte Schwarz sich für eine Taktik der Stärke in Richtung Zentrum entscheiden, kann Weiß das Gebiet am rechten oberen Rand gewinnen. Die dreieckmarkierten weißen Steine am rechten Rand beschränken den schwarzen Einfluss, Weiß hat Zente und kann fortfahren, die schwarze Stärke zu reduzieren. Auch das ist ein Erfolg für Weiß. Auf welche Weise es euch gelingt, eine Stellung am Rand zu entwickeln, ist zunächst nicht so wichtig. Wichtig ist hingegen, erst danach zu entscheiden, ob eine Invasion der Ecke möglich oder nötig ist. Schauen wir uns dafür zwei weitere Beispiele an. Auch in diesem Fall nutzt Weiß den Nozoki auf P17 und droht dann in die Ecke vorzudringen. Wenn Schwarz das so verhindert, kann Weiß die schwarze Gruppe ins Zentrum treiben. Das wäre ein gutes Resultat für Weiß. Sollte sich Schwarz dafür entscheiden, Weiß am oberen Rand einzuschließen, ist das Ergebnis immer noch gut für Weiß, denn die entstehende schwarze Stärke wird durch die weißen Steine am rechten Rand reduziert. Betrachten wir dieses Beispiel. Nachdem Schwarz eine Basisausdehnung von Weiß verhindert hat, springt Weiß mit diesem Tobi ins Zentrum. Das droht, die schwarzen Steine rechts einzuschließen, deshalb reagiert Schwarz ebenfalls mit Tobi. Auf diesen Zug von Weiß hin schützt Schwarz den oberen Rand in Richtung der linken Ecke. Weiß wechselt jetzt kurz die Location und spielt diesen Kozumi. Schwarz schützt die rechte obere Ecke und nun folgen Sabaki-Züge von Weiß am oberen Rand.
Das Ergebnis hier ist eine weiße Gruppe in guter Form am oberen Rand und Sente für Weiß. Jetzt spielt Weiß die Invasion auf A. Entsprechend des genannten Prinzips hat Weiß zuerst sichergestellt, dass die durch eine zukünftige Invasion entstehende schwarze Stärke in Schach gehalten werden kann, und erst dann startet er die tatsächliche Invasion. Schauen wir uns dazu ein letztes Beispiel an. Auch hier sind die schwarzen Ecken rechts oben und unten offen für eine Invasion. Doch bevor Weiß diese Invasion beginnt, bedenkt er, dass Schwarz die aus der Invasion entstehende Stärke für eine Expansion ins Zentrum nutzen könnte. Deshalb bereitet er die Invasion mit diesem Zug vor. Sollte Schwarz nun mit A den Rand sichern, reduziert Weiß mit der Invasion auf B das Gebiet, das Schwarz oben rechts gewinnen kann. Sollte Schwarz auf den Zug mit C reagieren, kontert Weiß mit D. Eine Variante könnte so aussehen. Schwarz schützt den rechten oberen Rand, Weiß startet die Invasion in der rechten oberen Ecke und reduziert damit den schwarzen Profit dort. Schwarz kommt zwar mit Center aus dem Abtausch, aber wenn er jetzt das Gebiet rechts unten schützt, kann Weiß den eingangs gespielten Vorbereitungszug nutzen, um eine weiße Gruppe am mittleren rechten Rand zu entwickeln. Das Ergebnis besteht darin, dass die Gewinne von Schwarz am rechten Rand reduziert wurden und Weiß außerdem Möglichkeiten besitzt, dieses Gebiet noch weiter zu beschädigen. Sollte Schwarz sich in dieser Situation dafür entscheiden, den rechten Rand so zu schützen, kontert Weiß mit einer Invasion der unteren rechten Ecke. Die territoriale Balance am rechten Rand ist jetzt ungefähr ausgeglichen. Das letztendliche Resultat dieses Kampfes wird davon abhängen, wer die Endspielpunkte A und B für sich gewinnt. Wir haben in diesem Tutorial einige wichtige Prinzipien für das Handicap-Spiel aus der Sicht von Weiß behandelt. Es gibt weitere Konzepte, die für das Spiel von Weiß Bedeutung besitzen. Doch fürs Erste sollen diese Hinweise genügen, um euch zum Experimentieren in euren Partien anzuregen. Mit diesem Video wollen wir die Betrachtung zu den Strategien und Taktiken im Handicap Go vorerst abschließen. Im nächsten Teil dieser Tutorial-Reihe wird es dann um ein anderes Thema gehen, nämlich um einen Bereich der Eröffnungsstrategie, genauer gesagt um das Entwickeln und Verteidigen einer Basis am Brettrand. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. Ihr wisst ja, dass ihr damit die Verbreitung unserer Go-Videos unterstützen könnt. Falls ihr Fragen, Anmerkungen oder Rückmeldungen habt, schreibt in den Kommentarbereich. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Teil wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, bye bye.